Hallo zusammen, im heutigen Video geht es um die Wohnungssuche in der Schweiz und als wichtigster Punkt möchte ich euch da mitgeben, lasst euch nicht abschrecken von den vermeintlich hohen Mieten in der Schweiz, weil durch den höheren Lohn, den man hier erhält und durch die viel niedrigeren Steuern als in Deutschland, kann man das leicht kompensieren. Eben wenn man das in Relation zueinander setzt, dann sind die Mieten gar nicht mehr so hoch. Ja. Zur Wohnungssuche ist genauso wie in Deutschland. Ihr sucht dann halt über die Portale. Das ist recht easy. Also wie gesagt, das kennt man aus Deutschland. Das ist kein großer Unterschied. Nein. Was ein sehr wichtiger Punkt ist für die Entscheidung, wo man überhaupt hinziehen möchte, ist, das ist analog auch zu Deutschland, ziehe ich eher aufs Land oder ziehe ich direkt in die Stadt? Wo arbeite ich? Arbeite ich in der Stadt? Will ich dann auch da wohnen oder arbeite ich in der Stadt und denke mir, ja, ich bin nicht bereit, die höheren städtischen Mieten zu zahlen, sondern will lieber aufs Land gehen, wo die Mieten und die Unterhaltskosten günstiger sind, dann muss ich mir natürlich bewusst sein, dass es da rigide Unterschiede gibt. Auch praktische Unterschiede, zum Beispiel mit dem Parkplatz, das ist das beste Beispiel, oder? Wenn man in Zürich wohnt, ich habe lange in Zürich gewohnt und da ist es eigentlich eine Katastrophe, einen Parkplatz zu suchen, sagen wir mal so. Wenn man Besuch bekommt, dann muss man eigentlich schon vorher wissen, wo kann der parken. Und oft sind die dann auch begrenzt, die Parkplätze, auf vielleicht 2 Stunden oder 4 Stunden. Und das macht es dann wieder unpraktisch. Auf dem Land hat man diese Probleme eher weniger. Von daher, das ist dann schon ein Vorteil eher fürs Land. Ja. Gerade was so Autoverkehr angeht in den Städten, da muss man halt schon... also ich sag mal so, wenn ich in der Stadt wohnen würde und arbeiten würde, dann würde ich wahrscheinlich gar kein Auto brauchen und würde es auch gar nicht wollen, weil es einfach absolut unpraktisch ist. Ein weiterer Punkt auch zum Verkehr, zum Auto, wenn ich jetzt die Entscheidung treffe, ich arbeite in der Stadt, will aber auf dem Land wohnen, warum auch immer, dann ist diese Pendelei, die man da jeden Tag machen muss, die ist dann schon ein Riesen-Act. Also ich kenne es auch sehr gut, ich bin ein Pendler, ich pendel jeden Tag 45 Kilometer. Lange Zeit bin ich sogar von Zürich nach Schaffhausen gependelt, das waren 56 Kilometer am Tag und das ist wirklich krass. Ja, wenn man, also von Zürich nach Schaffhausen, das geht noch, aber wenn man dann auf dem Heimweg ist von Schaffhausen nach Zürich, dann kann der Weg... Die Zeit, die man braucht für den Weg, die kann sich dann schon mal verdoppeln. Also dann braucht man nicht mehr eine Dreiviertelstunde, sondern dann braucht man 1,5 Stunden. Und das war eigentlich die Regel dann und nicht mehr die Ausnahme. Das sollte man wirklich beachten, dass es rund um die Städte in der Schweiz, besonders um die großen Städte wie Bern, Zürich, dass das wirklich Nadelöhre sind. Und gerade zur Rush-Hour, da ist eigentlich immer Stau. Das ist ein wichtiger Punkt, den man nicht unterschätzen sollte. Ja. Zurück zur Wohnung. Die Besonderheit in der Schweiz ist, in Deutschland kennt man es ja so, man hat in der Regel seine eigene Küche, seine Einbauküche. Wenn man einen Umzug macht, nimmt man die halt mit oder übernimmt die vom Vormieter. In der Schweiz ist das anders. Da gehört die Küche zur Wohnung direkt dazu. Das heißt, wenn man eine Wohnung anmietet, dann mietet man die Küche direkt mit. Wenn da mal irgendwas zum Beispiel kaputt geht, bei uns war es mal so, dass der Geschirrspüler mal kaputt gegangen, dann wird das anstandslos ersetzt und man ruft den Vermieter an, der kümmert sich drum und dann ist die Sache gegessen. Das ist auch noch natürlich ein Kostenfaktor, der dann auch in der Miete mit eingerechnet werden muss. Das heißt, es ist eigentlich ein Vorteil für den Mieter. Ein Tipp von mir, oder ein Hinweis, ich würde es nie wieder anders machen, wenn ihr eine Wohnung sucht, dann achtet darauf, dass ihr einen Waschturm, so heißt in der Schweiz die Kombination aus
Trockner und Waschmaschine, die stehen dann übereinander in der Regel, dass ihr das in der Wohnung habt und nicht in einem Waschkeller oder in einer Waschküche zur gemeinsamen Nutzung. Weil wenn man dann zu bestimmten Zeiten nur waschen darf und dann vielleicht runtergeht im Keller und dann ist gerade die Waschmaschine doch von jemand anderem belegt, was ich schon oft gehört habe von Kollegen, dann ist der Streit eigentlich unter den Nachbarn schon vorprogrammiert. Ja, ja, das war es eigentlich schon, das sind die wichtigsten Punkte. Wenn euch da was einfällt, was man auch noch beachten müsste, schreibt es gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über ein Like freuen und dass ihr auch meinen Kanal abonniert. Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr mir auch gerne direkt schreiben über Instagram oder halt in die Kommentare. Und dann verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.